Die haben gesagt gehabt, du redest mit der nicht mehr. Verbring aber auch mal ein bisschen mehr Zeit mit mir. Ja, aber du bist nur bei den anderen. Nein, du bist immer. Schrei nicht so, schrei nicht so. Du bist nur alleine irgendwo und. Boah, ich kann die Köpfe nicht mehr sehen, verstehst du? Das ist aber dann dein Problem. Du kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich mich hier komplett abschotte von allen. Ich habe keine Lust mehr, scheiß drauf. Scheiß drauf. Hier spiegeln sich halt Sachen wieder, die im Privatleben schon ein Problem waren, die die Beziehung halt belastet haben. Mhm. Und das ist halt, ne, dass andere immer wichtiger sind als der eigene Freund. Lächerlich, ehrlich. Lächerlich. Hey, ich hab keine Lust mehr. Lass mich bitte in Ruhe, bitte. Ich möchte nicht mehr reden, ehrlich, das bringt nichts. Ich brauch das nicht. Mir ist das scheißegal, Schatz, ehrlich jetzt. Dann lass nach Hause gehen. Was hast du gerade für ein Problem, Alter? Was ist mit dir? Mein Gott, ja, weil du hier nur Scheiße laberst. Weißt du, so. Weißt du, ich schwör's dir. Du weißt genau, was die beiden hier, die Schnarchnase hier. Was die versucht haben mit uns beiden. Die hat dich vor allem schlecht dastehen was lassen. Was hast der du genauso. Für ein Problem? Der genauso. Was du möchtest du gerade? Ja, du redest mit denen. Die haben gesagt, wir reden mit beiden nicht mehr. Da zeige ich keine Einheit, Mann. Du bist lieber bei deinen Mädels und gut mit deinen Mädels. Das stimmt das Problem. Nicht. Du bist einfach nur, du ziehst dich immer komplett zurück. Du bist so ein richtiger Eigenbrötler. Ich bin nicht so vom Charakter. Du willst einfach am liebsten mit der ganzen Welt Streit haben, weil du immer jedem deine Meinung aufzwängst. Wenn noch einer deinen Mann beleidigt, wo ist die Löwin hinter mir, die ich bändigen muss? Mein Gott, ja. Lächerlich, ja. So brauche ich dann. Ich brauche jemanden, der 100% hinter mir steht. Ich brauche jemanden, der auch nicht zu seinem Wort steht. Ja, und wenn der Fall ist, brauche ich die Person. Sorry, und ich brauche jemanden, der einfach nicht jeden Tag rumläuft wie 7 Tage Regen und mich runterzieht mit seiner Art und so immer so impulsiv ist. Also immer impulsiv, alles klar. Schatz, ganz ehrlich, aber wenn, dann trenne ich doch jetzt hier. Nee, will ich ja wenn, nicht. Dann pack mal die Koffer und dann... Ja, will ich ja nicht. Ja, aber du willst ja keinen impulsiven Mann, einer, der wie 7 Tage Regen hier rumläuft. Du willst ja auch keine, die ja angeblich nicht hinter dir steht. Nee, will ich auch nicht. Ja, dann trenn du dich doch. Ja, wenn er darauf hinausläuft, dann ist es so. Okay. Ist halt so. Krass, gut. Ist halt so. Gut zu wissen. Ich könnte so kotzen. Ich weiß nicht, wo ich die Motivation hernehmen soll. Ich hab keine Ahnung. Wenn wir solche Spiele schon nicht gewinnen, wie wollen wir überhaupt was gewinnen? Das ist die falsche Einstellung. Nee. Die Einstellung ist, dass wir nicht an einen Strang ziehen. Das ist das Problem. Weißt du, was das Traurige ist? Wir sind optisch so ein schönes Paar, ne? Aber diese Kommunikation, ne, untereinander, die ist halt so katastrophal gerade, ne? Du musst ja auch so auf Weiterdistanz weiterdenken, ne? Weil privat haben wir keine Spiele, die wir irgendwie gewinnen müssen, ne? Da müssen wir miteinander klarkommen und nicht Spiele. Möchtest du dich trennen? Möchtest du das? Sollen wir gehen? Sollen wir sagen, es ist vorbei? Und dann trennen wir uns? Ich weiß nicht, ob wir das bereuen, wenn wir die Koffer packen. Keine Ahnung, warum wir keinen Nenner finden, weiß ich auch nicht. Weil der hat seine Meinung, ich habe meine Meinung. Und ich war noch nie ein Hündchen wie, ja, okay, du hast recht. Wenn ich meine Meinung habe, habe ich meine Meinung. Und er hat auch anscheinend seine Meinung. Ohne Spaß, nicht das Sommerhaus bringt mich an meine Grenzen, ne? Sondern das hier. Da bringt mich an meine Grenzen, ne? Okay. Okay. Was ist das?